Freunde, checkt unbedingt mal Y-Food aus. Es ist eine vollwertige Trinkmahlzeit. Mein Favorite natürlich Classic Schoko. Es gibt viele verschiedene Geschmacksrichtungen, ab und zu auch mal ein paar Special-Sorten. Es gibt auch ein Probierpaket für die Leute, die es noch gar nicht kennen und nicht ausprobiert haben. Rabattcode ist Fritz-YouTube. Und ansonsten findet ihr natürlich alle Infos und Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Okay, Freunde, wir gehen rein und schauen bei der Serie aus der Wüste Gobi. Was habe ich jetzt gemacht? Hier, Wüste Gobi rein, und zwar von Joe Vogel. Teil 1 haben wir ja schon gesehen, ist schon 3 Wochen her. Und mittlerweile ist Teil 2 und Teil 3 draußen. Ich habe davon noch nichts gesehen, keine Ahnung, warum mir schon wieder dieser rote Balken angezeigt wird. Wir gehen rein in Teil 2. Ohne Rettung in die Wüste, in die Todeszone Mongolei Gobi Extrem 2 von 5 2017. So, wir gehen rein. Wir sind in der Mongolei. Hier bereiten wir eine Wüstendurchquerung vor. Wir sind an unserem Startpunkt angekommen. Genau, ganz kurz. Wir nehmen uns zurück. Es ist ja schon ein paar Tage, Wochen her, dass wir das gesehen haben. Die sind, glaube ich, übelst bepackt mit Wasser unterwegs. Genau, der eine Packsack, Wassersack war irgendwie schon kaputt. Ich glaube, jeder irgendwie 70 Kilo oder sowas. Ich erinnere mich nicht mehr ganz. Oder 180, das ist auf jeden Fall völlig. Oder 160, keine Ahnung. Wird vielleicht nochmal thematisiert, wenn nicht nochmal Reaction Nummer 1 gucken. Und das Ganze war jetzt Vorbereitung, Anreise und so weiter. Und jetzt war quasi die Aussetzung und da steigen wir jetzt rein. Also die eigentliche Tour beginnt genau jetzt. Allerdings haben unsere Wassersäcke bei der Fahrt Schaden genommen. Da frage ich mich aber auch, wie kann, also das sind ja wirklich so eine robusten Wassersäcke. Die tatsächlich kenne ich. Ich meine mich zu erinnern, dass die sogar von der Schweizer Armee sind oder sowas. Ich kann mich dran erinnern, diese Dinger schon öfter mal auf so Offroad-Outdoor-Messen und Fahrzeugtreffen gesehen zu haben. Damals, als ich das mit der G-Klasse dieses ganze Thema hatte. Schweizer Armee Wassersack. Ja. Ne? Schweizer Wassersack, 20 Liter. Ja, habe ich richtig in Erinnerung. Das müsste hier so einer sein. Und die sind an sich super robust, aber ich glaube auch einer von denen ist irgendwie kaputt. Aber schon sehr verwunderlich, dass der durch die Fahrt kaputt geht. Klar, das Ding wird, aber es wiegt 20 Kilo, wird ein bisschen hin und her gewabbert. Aber da muss ja irgendein ganz spitzer Gegenstand irgendwie im Auto daneben gelegen haben, dass das da die ganze Zeit so reinwabbert. Unser Ziel ist es, die Transaltai-Gobi zwischen Sevrey und Bayandalay zu durchqueren. Ich liebe ja so Karten, ne? Da vielleicht, oder erstmal wieder Spoiler vorweg, ich sag's in jeder zweiten Reactions, solltet ihr euch so ein Video komplett ohne hier diese Facecam und das dumme Gelaber von mir anhören wollen, dann guckt euch das Video normal an. Ja, für die Leute, die jetzt hier sind, ich werde natürlich alle 2 Sekunden stoppen und irgendwie meinen Senf dazugeben und ein bisschen auch noch was zu mir erzählen. Wo ich nämlich gerade die Kartenanimation sehe, ich bin gerade dabei, für kommende geplante Touren, Projekte und so weiter, auch grafisch dann nochmal ein bisschen aufzuwerten im Vergleich zu meinen Touren damals, um da auch richtig geil Kartenanimation und so weiter mit einzubauen. Hat man ja so ein bisschen noch bei Seven Wars Wild drin gehabt, also so grafische Elemente halt, bisschen hochwertiger. Und ich muss sagen, mir gefällt diese Kombination, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aus, man ist irgendwie alleine unterwegs oder auch mit einem Kumpel oder sowas. Das ist alles rough gefilmt, man ist so sehr nah dran mit dabei, aber trotzdem ist die Serie dann durch vielleicht so grafische Elemente, durch so Karteneinblendungen und so weiter nochmal geil aufgewertet. Und das feiere ich sehr. 6 Tage und rund 150 Kilometer lang. 6 Tage, 150 Kilometer, lass mal kurz rechnen. 150 durch 6. Jetzt muss man rechnen können. Durch 2 sind, komm, ich lasse es. Rechne das mal irgendwer im Chat aus. Wie viel sind denn das pro Tag? 20 Kilometer werden 120, 25... Ist denn 150 durch 6? Kann man das im Kopf rechnen? Blamier ich mich jetzt? Scheiße, warte kurz. 150 durch 6, 25. Oh, das kann es keinem erzählen. Das ist gerade nicht passiert. Ist nicht passiert gerade die Rechnung in meinem Kopf. Boah, ist aber ordentlich windig da. Was mir gerade auffällt bei dem Clip, dass dieser Wagen
super krass am Wippen die ganze Zeit ist beim Laufen. Das stelle ich mir extrem nervig vor. Achtet mal ganz kurz nochmal auf diesen Clip. Da hält er es fest, aber hier in dem Gurt, Alter, das Ding ist ja komplett am Schlackern. Das ist schon nervig, oder? Scheiße, 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 komm auf uns zu. Okay. Das gesamte Trinkwasser wird auf selbstentwickelten Handwegen den Sulkis transportiert. Sie tragen bei diesem Marsch jeweils 30 Liter Wasser. Davon sind 20 Liter Trinkwasser und 10 Liter Reserve. Ob das reichen wird, wissen wir erst in ein paar Tagen. Zuallererst müssen wir das verlorene Wasser wieder auffüllen und die undichten Stellen finden und reparieren. Da ist jetzt einfach ein Brunnen, oder was? Bei dem Aussetzpunkt? Okay. Wir entscheiden uns, eine Nacht in der Nähe des Dorfbrunnens zu bleiben, bis wir abmarschbereit sind. Okay, verstehe. Das Wasser aus dem offenen Brunnen muss erst trinkbar gemacht werden. Dazu wird es mit einer Pumpe durch einen Wasserfilter gepresst. Das ist nicht nur anstrengend, sondern dauert auch lange. Wir müssen rund 15 Liter Wasser ersetzen. Ja gut, 15 Liter Wasserfiltern, das dauert ein bisschen, ne? Aus der Entfernung hören wir ein Motorrad knattern. Es dauert nicht lange und wir haben Besuch. Ja, guck mal, der Drosser. Grüß dich, meiner! Man muss kein Mongolisch können, um zu verstehen, was unser Besucher von dem Vorhaben hält. Ich erkläre mit Händen und Füßen, dass wir auf den Wegen genügend Wasser für uns transportieren können. Ich würde ja eine Tür auch mit so einem Moped hier füllen, ne? Der Ziegenhirte beobachtet unsere Vorbereitungen dennoch skeptisch. Wie fahre ich die Jacke von dem? Außerdem gibt er uns viele Tipps zu unseren Handwegen. Wir verstehen natürlich kein Wort. Endlich ist das Wasser gefiltert und unsere Sulkis sind gepackt. Wir suchen uns eine sichere Stelle zum Übernachten. Einige Kilometer weiter, geschützt zwischen Hügeln, bauen wir unser Lager auf. Wo kein Wasser ist, kann auch nichts leben. Nur Steine, Sand und dürre Grashalme prägen diese Mondlandschaft. Es ist ein Vorgeschmack auf das, was uns in den nächsten 150 Kilometern durch die Gobi erwarten wird. Es erfordert Mut und Hybris, sich der Wüste zu stellen. Was ist denn eine Hybris? Jetzt fängt Joe wieder mit so einen Dingern an. Hybris. Hybris. Hochmut? Überheblichkeit? Hybris bedeutet demnach mutwillige Gewalt und Frechheit. Etwa in der Odyssee gebraucht von Penelopes Freier. Okay, lassen wir das mal so stehen. Gegen sie werden wir hier nicht überleben. Wir können nur hoffen, dass sie uns nicht bemerkt und so gewähren lässt. Die Hybris. Markus nimmt sterile Handschuhe aus und... Was haben die denn hier mit? Eine Autobatterie? ...unsere Medizinpäckchen und sein Operationsbesteck. Ein Multitool. Weil wir in Ulaanbaatar keine anderen Akkus besorgen konnten, müssen wir eine Motorradbatterie mit konzentrierter Schwefelsäure befüllen. Sie wird mit Solarzellen geladen und speichert die notwendige Energie für Navigationsgeräte und vor allem die Kameras. Alter, lecko mio. Aber warum haben die jetzt keine Akkus mitgenommen? Also du kannst ja auch im Flieger Akkus mitnehmen bis zu einer gewissen Kapazität. Gut, das war 2017, das ist schon ein bisschen her, aber gab's da auch Akkubanks. Hä? Von Sevrey aus wird es 25 Kilometer nach... Ab 2017 noch, Kind, doch gab's doch schon Akkubanks, oder? Und da gab's auch schon so Solarpanel und sowas alles. Ja klar, ich hab 2016 mit dem YouTube-Kanal... Nee, ich hab 2014 angefangen, da habe ich auch so Videos darüber gemacht. Okay, das weiß nicht, ob das vielleicht nicht ein bisschen einfacher gegangen wäre. Nach Norden über ein kleines Gebirge gehen, danach im Sand in Richtung Osten. Wenn man dann unmittelbar vor dem Start einer Expedition steht, braucht man relativ viel Disziplin, um nicht einfach loszurennen. Man hat ein, zwei, manchmal mehrere Jahre sich vorbereitet, geplant. Ja, gut, so lange bereite ich mich nicht vor. Aber dieser Punkt, irgendwie endlich loszulegen. Und ich habe immer so ein, also jetzt nicht wegen Expeditionen, aber so auf Touren, manchmal so den Hang dazu, gerade so am ersten Tag halt so zu overpacen, weil man halt so motiviert ist, so Bock hat und sich dann so selbst zurückhalten muss, um seinen Körper nicht so komplett zu zerschroten. Und ist dann wirklich am Startpunkt. Und man hat das Bedürfnis, einfach loszulaufen. Man
möchte raus in die Wüste. Ja. Das Richtige ist aber, die Ausrüstung in Ruhe nochmal zu überprüfen und in der Nähe des Ausgangspunktes zu übernachten, alle Techniken nochmal durchzuspielen. Das ist nicht ganz einfach, aber häufig genug findet man dann die eine Lücke, die man in der Planung gelassen hat. Und ja gut, deswegen mache ich meist halt so Testtouren, was jetzt wirklich so Gear angeht, ne? Obwohl das wahrscheinlich damit nicht gemeint ist. Aber ich kenne auch viele, die sich irgendwie Zeug zusammensuchen und packen und einfach losziehen. Da bin ich gar kein Freund davon. Also gerade wenn du zu größere Sachen machst, die irgendwie über mehrere Wochen gehen, dann bin ich schon Freund davon, irgendwie so ein Setup einmal komplett auch nach und nach zu testen und vielleicht nochmal ein bisschen anzupassen. Kann noch entsprechend eingreifen. Wir erwarten einen anstrengenden Marsch und gehen früh schlafen. Oh, es regnet. Wir sind nach einem gesamten Nachmittag Fahrt in Sèvres angekommen. Wir waren ein bisschen aufwendiger. Also wir gedacht haben, der Joe ist schon krank am ersten Tag. Hat sich ständig verfahren. Und letztendlich sind wir dann durch Tipps der Anwohner, die wir dann immer aufgesucht haben in den Jurten und das GPS sind wir dann auch ans Ziel gekommen. Was wir nicht gedacht hatten, ist, dass es zurzeit ziemlich heftig in der Gobi regnet und die Sandstürme, die wir hier gesehen haben, die sind auch ziemlich ordentlich. Wir sind darauf ganz gut vorbereitet, aber angenehm wird das natürlich nicht. Durch die Fahrt haben sich außerdem noch ein paar Dinge Mit diesen Testschuhen und so weiter ist in der Wüste schlecht. Naja, der Punkt ist, du kannst natürlich die ganzen Sachen ja trotzdem zu Hause auf Natur testen und du kannst ja mit so einem Wagen trotzdem auch irgendwo durch die Heidelandschaft laufen und so weiter, ne? Das kann man ja schon ein bisschen ausprobieren. Aber gehe ich davon aus, dass sie es auch gemacht haben. Die werden ja mit dem Wagen und so weiter schon mal irgendwo in der Heimat unterwegs gewesen sein. Verabschiedet, eines der Wassersäcke ist leckgeschlagen, hat einen kleinen Bruch. Den haben wir mittlerweile geflickt. Und das hätte ich tatsächlich gern gesehen, wo das Ding kaputt gegangen ist, wie das aussieht und wie sie das geflickt haben. Das ist nicht gezeigt worden, ne? Eines der 10-Liter Wassersäcke hat Wasser verloren, also eigentlich beide, aber der eine war fast leer. Das bedeutet, dass unser Fahrer mit etwa 10 Litern Trinkwasser von uns im Teppichboden des Autos wieder schön zurückgefahren ist. Wir werden morgen mit der Strecke beginnen. Wir übernachten hier außerhalb des Ortes einige Kilometer und werden hoffentlich nicht durch den Donner, den man hier gerade hört, die ganze Nacht über wach gehalten. Blitze haben wir nicht gesehen, nur regenkräftigen. Aber das Zelt scheint ganz gut zu halten. Also ich denke, dass wir da ganz gut auf den Weg kommen. Schläft man mit Brille als Brillenträger? Eigentlich nicht, oder? Ist das nicht voll gefährlich im Sinne von, dass die kaputt geht, weil die irgendwie runterrutscht und man sich dann drauflegt? Gegen 3 beginnt es stärker zu regnen. Nur kurze Zeit später liegen wir im schweren Sturm. Das Zelt drückt sich flach, obwohl wir geschützt in den Hügeln lagern. Wir fragen uns, wie das erst auf den großen Freiflächen werden soll. Klar, sonst siehst du ja nichts, wenn du träumst. Da, hab ich das vergessen. Die harte Nacht beenden wir mit einem Ritual. Bei Sonnenaufgang wird erst einmal ein starker Kaffee gemacht. Draußen blauer Himmel, als wäre nichts geschehen. Wie war denn die Nacht? Ziemlich unruhig. Also der Wind hat ordentlich geblasen und das über mehrere Stunden. Und ja, ich bin ewig nicht in den Schlaf gekommen, immer wieder von rechts nach links gedreht und immer geguckt, ob das Zelt irgendwie sich verbiegt oder ob da irgendwie was nachgespannt werden muss. Ja, als es sich mal beruhigt hat, irgendwie kurz eingenickt, dann ging es wieder los mit der Winde. Ja, irgendwann in der frühen Morgenstunde muss es dann tatsächlich aufgehört haben und jetzt scheinen wir relativ gut. Einer schreit, die sind ja jetzt schon fertig. Ja, würde ich nicht sagen, ne? Aber ja, ich weiß, was du meinst. Die sind noch nicht mal los und aber ja, was willst du machen, ne? Ja, dazu haben. Heute wird sich's zeigen, ob wir die Tour, die wir geplant haben, auch durchführen können. Und zwar sind wir jetzt etwa 3 Kilometer nördlich von Sèvres und müssen jetzt nach Norden über eine sehr große
Ebene, die völlig frei liegt. Es wird natürlich sehr spannend wegen den Stürmen und dem Wind. Und effektiv heute Nachmittag, heute Abend werden wir auf ein sehr großes Dünenfeld treffen. Wir transportieren das Wasser mit zwei Sulkis. Das sind Handwegen aus Aluminiumrahmen, 20 Zoll Reifen mit Mountainbike-Bereifung und Carbon-Gestänge. Das ist erstmal ziemliches Hightech natürlich. Aber ich finde, so Hightech sieht das gar nicht aus, ne? Aber vielleicht für 2017. Aber ohne Trampeltier, ohne Pferd oder ohne Kfz ist es die einzige Möglichkeit, genügend Wasser zu transportieren. Was klar ist, wenn wir jetzt einfach so mit den Rucksäcken und ein bisschen Wasser im Rucksack in die Wüste rauslaufen würden, dann wäre das das eindeutige Todesurteil. Und dementsprechend ist es auch immer sehr eindrucksvoll, wenn man dann am Ende irgendwo an einem Punkt ankommt und sieht, okay, meine Berechnungen haben in etwa funktioniert, das, was geplant war, hat geklappt. Ich habe eine etwas eigene Philosophie, was Satellitentelefone angeht, die ich allerdings nicht jedem empfehlen würde. Und zwar verwende ich eigentlich keine Kommunikationsmittel. Der Hintergrund ist, dass ich auf Tour die kurzfristigen Probleme selbstständig lösen muss. Einfach weil ich so weit von der nächsten Rettungsstelle entfernt bin, dass bis jemand vor Ort ist, das Problem schon tödlich geworden sein kann. Das heißt, da hilft mir das Satellitentelefon nicht weiter. Mhm. Bei langfristigen Problemen habe ich in der Regel die Möglichkeit, die Dinge vor Ort zu handeln oder durch sinnvolle Vorbereitung oder Risikomanagement dem aus dem Weg zu gehen. Sonne, welche Wonne. Gucken wir mal, wie die Lage hier ist. Ist das jetzt schon die zweite Nacht? Ja, ich denke, dann werden wir langsam mal zusammenpacken, unsere Sulkis dann richten und dann mal loslaufen, dass wir nicht zu allzu spät loskommen. Was kann man sagen? Jetzt mal ein bisschen hier Druck hier auf der Lokomotive, oder? Die Natur genießen. Ähnlich ist es auch ruhig, kein Sturm mehr, außer bei meinen Haaren. Ja, mal gespannt, was der Tag so bringt, wie die Tour läuft. Schauen wir mal, wie die Dünen werden. Beim Blick gegen die Sonne erkennt man das nächste Problem. Der Wind bläst feinsten Gobi-Sand überall hin, sogar in die dicht verschlossene Kameratasche. Auch unseren Wasserspeichern geht es nicht sonderlich gut. Ein Wassersack ist eingerissen und trotz Reparatur noch undicht. Der Reservesack verliert durch den Ausguss immer wieder Wasser. Wir verlieren Tropfen für Tropfen. Ah, jetzt zeigen Sie das Reparaturding. Wir müssen das Problem jetzt selbst lösen. Mit einer dicken Kleberschicht und einem Flicken versuchen wir zu reparieren. Der Kleber sickert ins Wasser. Es ist eines unserer 20-Liter-Säcke, also unser Trinkwasser. Ab nun schmeckt es nicht nur nach Gummi, sondern auch nach Lösungsmittel. Ah, schön. Wir marschieren zurück zum Brunnen von Devray. Das verlorene Wasser ist... Hey, jetzt sind die wieder... Hey, warte mal, ist das jetzt noch ein anderer oder ist das jetzt wieder der gleiche, der jetzt... Wo kommt denn jetzt schon wieder das Loch her? Die haben da schon zwei gepflegt. Jetzt hat da noch einer irgendein Loch... Und jetzt sind die wieder zurück zum Brunnen. Aber die waren ja schon 3 Kilometer weg. Das heißt, die laufen jetzt wieder 3 Kilometer zum Brunnen und 3 Kilometer wieder zurück zur Schlafstelle? Setzen. Ein kleiner Vogel schimpft dabei wie der buchstäbliche Rohrspatz. Sein Nest liegt direkt im Brunnen. Wir trinken das letzte Mal ausgiebig und spannen die Sulkis ein. Ab jetzt wird es wirklich ernst. Oh, jetzt ist aber endlich mal los, ja. Gleich alles wieder zurück, weil wir müssen die Kamera ja noch holen. Über einen Ausläufer des Altai werden wir die Kongorin Els erreichen, die Dünenfelder der Wüste Gobi. Schon früh merken wir, wogegen wir ankämpfen. Der Untergrund ist uneben und steinig. Pisten und Pfade sind nicht tragfähig genug für unsere Sulkis. Wir suchen uns unseren eigenen Weg. Boah, wenn dir so eine Sulki da bricht, dann bist du auch richtig am Arsch, ne? Die eigentlichen Probleme dürften sein, wir selber natürlich, da das halt nicht unbedingt das Terrain ist für Mitteleuropäer. Ja, die Sonne natürlich, gucken, dass wir uns nicht da überanstrengen, gucken, dass wir uns regelmäßig ausruhen und unsere Kräfte einteilen. Wir verwenden auf Wüstenexpeditionen generell einen Sulki, wenn wir nicht gerade ein Kamel oder ein Pferd verfügbar haben. Ein Sulki, das ist ein einfacher Handwagen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl,
Ich weiß nicht, ob das mir nur so vorkommt, aber kann das sein, dass sich das gerade alles doppelt und dreifacht? Also dieses Thema mit dem Sulki, dass das ein Handwagen ist, das wurde doch jetzt schon zweimal thematisiert, gezeigt und erklärt, oder? Und jetzt kommt wieder der Part, wo es wieder um den Sulki geht. Irgendwie ist es irgendwie, ich habe ein bisschen das Gefühl, ich bin in so einer Schleife drin. Dem Trinkwasser transportiert werden kann. Wenn du eine Wüstenreise planst und länger draußen bist als 1 bis 2 Tage, dann ist es praktisch unmöglich, dass du das benötigte Trinkwasser im Rucksack oder irgendwie... Ja, aber das, den gleichen Part, also nicht 1:1 gesprochen, aber thematisch gesehen, haben wir doch gerade schon gehört. Körper mitführst und da ist so ein Handwagen oder vorher angelegte Trinkwasserspeicher am Streckenrand notwendig, um das Ganze irgendwie zu überleben. Wir sind glücklich darüber, endlich loszukommen. Nach über einem Jahr der Planung und Vorbereitung marschieren wir in die Gobi. Ich weiß, es gibt's ja nicht. Allerdings merken wir schnell, warum die Völker der Region mit Pferd und Trampeltier unterwegs waren. Die endlosen Weiten zermürben. Stundenlanger Marsch in dieselbe Richtung. Berghänge, Felsen, Dünen und verlassene Jurten kommen aber nicht näher. Das harsche Klima macht uns vom ersten Tag ebenso zu schaffen wie die psychische Belastung. Der Mensch, das fühlen wir, gehört hier nicht hin. Aber psychische Belastung am ersten Tag? Das ist schon... Gut, hast auch Anreise, dann die Wassersackgeschichte und so weiter. Aber psychischer Verfall am ersten Tag? Im Gegensatz zu den zahlreichen Krötenkopfagamen müssen wir ständig trinken. Zu Beginn rechnen wir mit einem Wasserverbrauch von wahnwitzig geringen 4 Litern am Tag je Person. Jeden Tag müssen wir die Menge aber weiter reduzieren. Essen spielt dabei kaum eine Rolle. Unsere letzte Mahlzeit hatten wir vor über 24 Stunden. Wir zwingen uns, ein paar salzige Kekse zu essen. Es hat 32 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 12,5%. 12,6. Je nachdem, wenn man folgende Aussprache hat, dann steigt sie. Ja. Die Trampeltiere sind gut an das Klima angepasst. Sie müssen nur einmal in etwa 10 Tagen trinken. Sie haben in den beiden prallen Höckern Wasser als Fett gespeichert. Oder haben sie jetzt wieder so einen Track gefunden hier, guck mal, auf dem sie laufen? Da kommt man vielleicht ein bisschen besser voran, oder? Erkennt man, wie viel sie in der Vergangenheit getrunken haben. Weltweit gibt es nur noch wenige wilde Trampeltiere. Sie werden aber seit tausenden Jahren gezüchtet. Gelegentlich findet man aber auch komplett verwilderte Herden. Hier draußen gibt es nichts zu trinken und nur wenig zu fressen. Neben Gras und kargen Sträuchern scheint kaum etwas zu wachsen. Wer aber genau hinschaut, entdeckt dennoch vereinzelt Überlebensspezialisten. Die essbare Wildzwiebel speichert Wasser in Knollen und Brutknoten. Disteln schützen sich mit Stacheln vor Fraßfeinden und mit einem silbrigen Flaum gegen die Verdunstung. Genauso wie die winzigen Winden, die überall auf dem Boden wachsen. Wie von einem anderen Stern erscheint dagegen eine Wolfsmilch. Mit warzigen Blättern und dickfleischigen Blüten. Die Oberfläche ist mit einer Wachsschicht gegen Verdunstung geschützt. Und wer etwas sucht, findet neben den zahlreichen Reptilien sogar Jungvögel. Bäume für den Nestbau gibt es hier nicht. Um die Mittagszeit wird die Hitze unerträglich. Wir müssen Rast einlegen und versuchen etwas auf. Ja, das mit den kurzen Hosen weiß ich auch nicht so ganz, warum die kurze Hosen haben. Würde ich da eine kurze... Nee, ich würde da glaube ich schon eine lange Hose anziehen, oder? Wegen Sonnenbrand und so? Auszuruhen. Wir haben ja auch lange Hemden Wir verlieren immer noch Wasser. Wir haben geplant, mindestens einmal Wasser zu suchen. Dennoch wird es knapp werden. Wie mindestens einmal Wasser suchen. Die beste Strategie. Ich denke, es gibt da kein Wasser. Wie wollen sie denn jetzt Wasser suchen? Strategie für die Wüste ist es, die Hitze zu vermeiden, wo immer es geht. Wir laufen früh los und die Mittagszeit verbringen wir im Zelt, bis die größte Hitze vorüber ist. Ah, okay. Wir schützen das Innenzelt mit einer Reflektorfolie vor der direkten Sonneneinstrahlung. Dennoch staut sich die Hitze. Nur ein leichter Wind bringt etwas Linderung. Die Wüste da draußen bietet dagegen keinerlei Schatten. Okay, aber das finde ich ganz spannend, dass die... Boah, ist das denn für ein Riesenrucksack? Holy shit, Alter, 120, 130 Liter oder was? Das finde ich ganz spannend, dass die wirklich mittags dann eine Pause machen, da auch das Zelt aufbauen, schattenmäßig. Mich hätte jetzt mal interessiert, wie viel Grad tatsächlich dann in so einem Zelt drin sind, jetzt in der Mittagshitze. Und mein Gedanke war gerade, die haben ja so ein Tunnelzelt, wo nur vorne eine Öffnung ist. Wenn du jetzt ein Zelt hättest, gerade für sowas, und zweimal Zelte haben das... oder gibt es viele, die das haben, die 2 Öffnungen haben, dann kann da wenigstens der Wind geil durchpfeifen. Und dann hast du Schatten und Wind und dann müsste ich das eigentlich ganz gut runterkühlen und aussetzbar sein, oder?
Gegen zwei brechen wir mit steifen Gliedern das Lager ab. Die trockene Luft reizt die Schleimhäute in Nasen und Rachen. Wir wissen immer noch nicht, ob wir unseren Marsch durchführen können, ob wir unseren Rhythmus und eine Routine finden werden. Und ob das Wasser reicht. Unsere helle und leichte Kleidung schützt ein wenig vor der intensiven Sonne. Immerhin sind wir auf fast 2000 Höhenmetern. Ja, auf 2000 Höhenmeter ist ja dann noch mal krasser mit der UV-Strahlung. Wo früher die Nomaden mit Kamelen und die kriegerischen Reiterhorden mit Pferden unterwegs waren, fahren heute die Wüstenbewohner. So waren da unterwegs. Bewohner mit dem Geländewagen. Der Untergrund ist hier aufgerissen und weich. Wir möchten aber nicht über die empfindliche Pflanzenschicht marschieren. Ein reduzierter Reifendruck hilft beim Vorankommen im feinen Sand. Der Marsch durch den Sand raubt uns jede Kraft. Die Reifen der Sulkis versinken. Wenn die jetzt über so eine Gravel Road oder sowas laufen und die machen den Reifendruck von der Sulki runter. Ich weiß nicht, ob mein Gedanke stimmt, aber ist das nicht Quatsch? Also weil, pass auf, mein Gedanke, wenn du Fahrrad fährst oder Motorrad oder auch Auto, dann nimmst du ja den Reifendruck drunter, damit du mehr Auflagefläche hast, also mehr Grip auf dem Boden, um dann zum Beispiel halt nicht wegzurutschen oder sowas. Wisst ihr, wie ich meine? Höhere Fläche sinkt weniger ein. Okay, verstehe. Reifendruck raus, größere Fläche, damit ist platter, damit sie, ja, okay, jetzt habe ich's. Weil ich habe gerade darüber nachgedacht, mit dem Fahrrad und so weiter, da bist du ja drauf, da willst du ja, dass du Grip hast, wenn du eine Kurve fährst und so weiter, ne? Aber bei einem Sulki dachte ich mir so, hä, ziehst du doch nur hinter dir her. Aber ja, ist klar, wegen der Auflagefläche. Ja, Kraft pro Fläche. Ja, danke. Im Sand und blockieren. Schritt für Schritt kämpfen wir uns voran. Sieht jetzt nicht so spaßig aus. Wenn ich jetzt an die kommende Touren denke, die vor uns liegen, dann könnten Probleme sein, verschiedene Tiere, zum Beispiel Kamele, die im Weg rumstehen. Da wir nicht wissen, wie sie reagieren, vor allem wenn sie Jungtiere haben, wenn sie im Kamele als Problem, die im Weg rumstehen? Aber das ist doch eine komplett offenes, freiläufiges Gelände. Da kannst du einfach ums Kamel weitläufig drum rumlaufen. Hä? Also Kamel würde ich jetzt erstmal nicht als Problem einstufen. Also wir haben auch schon Kamele, oder ich habe auch schon Kamele gesehen und so weiter. Die haben jetzt eigentlich nicht so Probleme gemacht. In der Herde sind, dass sie nicht panisch reagieren, dass sie nicht über uns drüber. Ah, okay, wenn die natürlich auf so einem Weg unterwegs sind und jetzt hier nicht da, ja. Trampeln. Also scheint irgendwie der Alte zu sein, der Dicke da. Und tatsächlich stehen wir plötzlich in einer großen Kamelherde. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu naiv bin oder so, aber Kamele, weiß ich jetzt auch nicht. Bin ich jetzt eigentlich eher entspannt. Komm, zähm dir ein Reittier. Eine Wildkamelherde würde nun in die angrenzenden Berge flüchten. Die Hauskamele haben breitere Hufe als die Wildform und können kaum noch klettern. Wir stehen zwischen der Herde und einigen Jungtieren. Wir verhalten uns deshalb ruhig und warten, bis die Tiere vorbeigezogen sind. Ihre Angriffe durch Tritte und Bisse sind gefürchtet. Es sieht schon krass aus mit dem Fell oder den Haaren und so weiter, ne? So richtig zerpflückt da irgendwie. Sieht ja richtig wild aus. Obwohl die riesigen Tiere immer näher kommen, müssen wir uns komplett ruhig verhalten. Eine Übung, die uns einige Tage später wahrscheinlich noch das Leben retten wird. Okay. Wir marschieren nach der Zwangspause bis kurz vor Sonnenuntergang. Unsere Muskeln brennen, der Mund ist ausgetrocknet und die... Ich kann das noch nicht ganz einschätzen, wie geil das ist, mit so einem Wagen da lang zu gehen und wie anstrengend dieser Widerstand ist, das da so lang zu ruppen, ne? Gelenke schmerzen. Aber es sieht schon... Endlich wird es kühler. Sieht schon nicht so geil aus irgendwie, ne? Da wollen wir rüber. Über die Dünen. Aber gut, die sind ja gerade genau unterwegs da nach, ich sag mal, Norden, wenn die Karte angenordet ist,
über dieses Gebirge oder hügelige Land in dieses andere Dorf. Das ist wahrscheinlich die Verbindungsstraße. Wir sind jetzt schon ziemlich fix und alle. Die wichtigste Frage, ich nehme das schon mal vorweg, ich hoffe, sie wird gleich geklärt, ist, wie lange waren die unterwegs? Obwohl, das ist noch nicht ganz so wichtig. Aber wie viele Kilometer haben die heute gemacht? Das würde mich ultra interessieren. Ich würde noch hinter den Hügel gehen, dass der Wind über uns rüber bläst. Ja, hier sind wir direkt auf der... Über den Hügel hier noch? Das ist aber noch ein Stück. Da sind aber noch 2-3 Stunden unterwegs. Ja. Oben drauf. Dort dieser eine grüne Hügel. Okay. Dann gibt's Abendessen. Heute wollen wir Spaghetti machen mit Trockenfleisch vom Rind und Fisch. Und wir werden viel trinken dabei. Spaghetti mit Rind und Fisch? Wasser. Okay. Der feine Wüstensand ist in jede Ritze der Kleidung geraten. Ja. Vor allem in die Socken. Und schubbelt. Wir müssen nun aufpassen, keine Scheuerstellen und Blasen zu bekommen. Pausentage oder Verzögerung lässt unsere Wasserkalkulation nicht zu. Wir verlieren immer noch jeden Tag etwa 2 Liter Wasser, vielleicht etwas mehr. An Getränken können wir aber nicht sparen. Hä, aber ich denke, die haben das jetzt ja repariert. Also so richtig mit diesen Säcken, was da jetzt eigentlich genau ist, warum das da ist und da sehe ich nicht durch aktuell. Wir haben den Verbrauch ohnehin schon auf ein Minimum reduziert. Ja, aber wir haben nicht erfahren, wie viele Kilometer die gemacht haben. Ich weiß nicht, warum mir das so wichtig ist, aber ich glaube, weil wenn jetzt jemand einfach ein bisschen einen Overnighter macht und keine Ahnung was oder so ein bisschen rumprobiert, ist das alles, spielt das für mich alles keine Rolle. Aber dieses Thema, wenn du eine ganz klare Mission hast, du willst von einem Punkt A zu einem Punkt B kommen, meinetwegen noch über irgendwelche Schlenker und so weiter, dann bin ich da so ein richtig zahlenfixierter Typ, wo ich wissen will, okay, wie viele Tage, wie viele Kilometer, wie viele Höhenmeter, wie viel habt ihr geschafft? Einfach um so ein Gefühl, um das so einordnen zu können, wisst ihr, was ich meine? Um auch einfach mal zu wissen, ey, wie viel schafft man denn mit so einer Silky in so einer Wüste? Machst du da jetzt deine 5 Kilometer? Machst du 10? Machst du 20? So, ich finde das, keine Ahnung, ich finde das immer super wichtig zu wissen. So, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen. Und das ist für mich auch so ein bisschen so ein roter Faden, ne? Okay, das war auf jeden Fall hier Teil 2, oder kommt da noch was? Nee. Das war Teil 2, Däumchen nach oben, von der Gobi-Extrem-Geschichte. 3 Teile warten noch auf uns. Und ja, gucken wir mal, ob das hier noch geklärt wird mit den ganzen Kilometern. Wurde eigentlich gesagt, wie lang die Strecke insgesamt überhaupt ist? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, oder? Habe ich das schon wieder vergessen? Wurde das überhaupt mal thematisiert? Die einzige Distanzangabe waren diese 3 Kilometer, die sie da außerhalb des Ortes mal waren. Ah, ich brauche Zahlen, Leute. Zahlen. Schaut gerne bei Joe vorbei. Lasst ein Abo da, wenn euch das Ganze gefällt. Und guckt euch auch die anderen Videos an. Bin ich doof? Na klar. 150 Kilometer in 6 Tagen. 25 Kilometer am Tag. Sag mal, ist mein Gehirn Sieb? Na klar. Stimmt. Das wurde thematisiert. 150 Kilometer. Was ist mit meinem Hirn los? Das ist langsam aufgeweicht. Da kann man einfach rumrühren. In 6 Tagen. Das heißt ja, die müssten jetzt am ersten Tag 25 Kilometer geschafft haben. Und das wäre natürlich jetzt spannend zu wissen, ob sie es geschafft haben.